Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Planet Zoo. So ihr Lieben, heute wollte ich ja mal so ein bisschen mit euch in Zoobesucherperspektive durch den Zoo gehen. Ich habe mich jetzt schlau gemacht, wie das nochmal geht. Ich wusste nämlich, dass es irgendwie geht. Das ging ja auch schon bei Planet Coaster. Und jetzt habe ich es dann rausgefunden. Also, wir schnappen uns jetzt hier mal einen Mitarbeiter. Wir schnappen uns hier so einen Sicherheitsmensch. Und nennen den... Wichtig. So, und prompt sind wir nämlich in der Mitarbeiter- oder in der Kameraansicht eines Zoobesuchers. Wir können sogar über Steuerung sprinten. So, also hier spawnen die Besucher. Kommen dann hier rein. So. Was haben wir denn hier erstmal? Hier haben wir Accessoires, beziehungsweise so Andenken. Das ist so eine Information. Was haben wir hier? Just a moment, nee, das ist der Andenken-Shop hier. Ihr habt auf jeden Fall Spaß in ihrem Job. So, ich zeige euch auch mal noch hier den Mitarbeiterbereich, wie das hier aussieht. Guck mal, ich finde das Mitarbeiterdorf, das sieht aus wie so ein schönes Feriendorf. Ich finde, das ist richtig schön gelungen. So, auch hier können wir theoretisch reingehen und uns umgucken und denen auch bei der Arbeit zuschauen, was ich eigentlich auch sehr, sehr cool finde. Können wir auch mal machen. Das hier müsste also die Futterstation sein für die Tierpfleger. Ja. Dann haben wir hier den Tierarzt. Was haben wir denn hier? Okay, das ist irgendeine Sprache, irgendein Gibberish. Ist da. Oh je, oh Gott, oh Gott. Den Elefanten hat es aber ganz schön zerfetzt. Oh, guck mal, hier können wir gleich mal zugucken. Haben sich die Luchse wieder geprügelt? Ich glaub's ja nicht hier. Ich glaub's ja nicht. Was habt ihr denn wieder gemacht, Mensch? Der arme kleine Lux eingeliefert wird. Oder war das nur... Nee, das war scheinbar nur eine Routineuntersuchung. Oder es sieht immer so aus. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kommt er jetzt erstmal wieder raus. So, und zwar mit Schwung. Mit Schmackes. So, was haben wir hier? Ist so eine kleine Futterstation. Ich das mal an, wie schön das aussieht. Ich bin total begeistert. Hier haben wir noch so eine kleine Tierpflegerhütte. Ich dachte mir, es kann nicht schaden. Hier, da oben, Coronavirus, hier ist die Quarantänestation. Gut. Die Quarantänestation kann man sich scheinbar nicht angucken. Hier gibt es nichts zu gucken. Das ist scheinbar nicht gewollt, dass man hier irgendwas sehen kann. So, hier haben wir so einen Mitarbeiterraum. Ach, guck mal, hier sitzen sie alle. Leute, ihr sollt den Leuten was beibringen. Aha. Ihr sollt den Besuchern was beibringen und hier nicht sitzen und auf einen ausgeschalteten Fernseher starren. Ich glaube, ich spinne. Was haben wir denn hier? Das ist für die Handwerker. Haben wir Tiermagazine. Donuts, Kaffee. Die lassen es sich hier gut gehen. Anstatt den Leuten mal, ja, euch flöte ich was. Euch flöte ich was. Hier haben wir die Forschungsstation. Das sieht auf jeden Fall auch ziemlich cool gemacht aus. Ich finde es echt interessant, sich hier wirklich die Gebäude mal so im Detail anzugucken. Oh, es wird schon wieder blöd vom Wetter her. Hier gibt es auch nichts drin zu sehen in der Handwerkerhütte. Das hier ist aber auch eine Handwerkerhütte. Das hier war die große Futterstation, genau. Oh, es schneit. Es schneit, kommt alle aus dem Haus. Die Welt sieht wie bepudert aus. Hier gibt es Cupcakes. Und zwar gibt es hier Löwen-Cupcakes, Frosch-Cupcakes, Elefanten-Cupcakes, Panda-Cupcakes, Affen-Cupcakes. Und Zebra-Cupcakes. Das Zebra sieht mega cool aus.
Was gibt es hier? Das ist... Ach ja, Kaffee. Wäre nicht unbedingt mein Stand. Gehen hier alle. Ihr seid doch reichlich dünn angezogen hier. Oh. Hier ist kein Bildungsinhalt drauf. Das wollen wir nicht. So, Bildungsinhalt für den V. Geht das Tor eigentlich auch für uns auf oder ging das jetzt gerade nur auf, weil da jemand rauskam? Nee. Ging nur auf, weil da gerade jemand rauskam. Boah, das ist echt mega fröstliges Wetter hier. Aber es ist richtig cool, finde ich. Das können wir auch ab und an mal machen, wenn ihr Bock drauf habt. Leute, macht mal ein bisschen Platz. Ich will auch was sehen. Mami, ich bin zu klein, ich kann nichts sehen. Guck mal hier, die können aber doch richtig schön schauen. Die Pfauen haben definitiv was gegen Schnee. Würde ich jetzt hier mal so sagen. Die haben was gegen Schnee, aber nichts Wirksames. So, ins Klo gönnen wir auch nicht rein. Also gönnen wir schon, aber das ist nicht interessant. Das wollen wir gar nicht sehen. Also ein schöner Zoobesuch sieht anders aus. Ich muss mir definitiv was einfallen lassen. So, hier sind die Steinböcke. Die Alpensteinböcke. Denen macht das nichts aus wie das Wetter. Die finden das ziemlich perfekt. Oh, guck mal, es hat aufgehört zu schneien. Und es ist einfach so viel Betrieb. Es ist Wahnsinn. Oh. Guck mal, wie sie grinst beim Scheißen. Der Schnee war schnell weg. Ach, es ging jetzt echt krass schnell. Okay, hier ist der Weg zu dem Vivarium. Hier nicht zu dicht dran, das sind Brennnesseln. Da ist einer. Wie im echten Leben, ne? Da guckt man auch mal so. Da guckt, da ist einer, da ist einer. Ich habe einen gefunden. So kennt man das. Da ist noch einer. Ey. Wenn dein Kopf aus heller Tüchte. Na gut. Besucher sind zufrieden. Ja, hier sind wir groß genug, theoretisch auch drüber zu gucken. Wenn wir ein bisschen näher rangehen. So, und hier sind die Dachse. Ich würde fast sagen, dass wir uns die Dachse und die Luchse beim nächsten Mal erst anschauen. Aber ich fand das super interessant. Ich würde hier ganz gerne mal noch das eine oder andere mehr sehen in dem Tierpflegerbereich. Oh, die hatte gute Laune. Die kam gerade so angedanced. Sieht so cool aus. Ich mag auch den Boden total gerne. Also ich würde es gerne auch mal sehen, wenn die hier das Futter zubereiten. Müssen wir mal gucken, ob wir das auch mal hinkriegen. So, ihr Lieben, ich würde sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, dann zeigt mir das doch mit einem Daumen nach oben. Gerne auch im kostenlosen Abo. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder in Planet Zoo. Dann machen wir nochmal so eine Zootour. Dann gucken wir mal bei den Dachsen und bei den Luchsen vorbei. Und ich würde sagen, danach könnten wir uns dann doch mal an den Bau des Geheges für die Damhirsche machen. Also dann, danke fürs Zuschauen, macht's gut und bis dahin. Tschüss!